Baljowan, 4 Autostunden von Tadschikistans Hauptstadt Duschanbe entfernt. Eine Gegend wie aus längst vergangenen Zeiten. Neben alten Traktoren sowjetischer Bauart bilden Esel das alltägliche Transportmittel der Bauern, die von Viehzucht und vor allem von Getreideanbau leben. Obwohl Tadschikistan ein Agrarland ist, reichen die im Land produzierten Nahrungsmittel nicht aus, um die eigene Bevölkerung zu versorgen. Nur 7% des Berglandes eignet sich zum Ackerbau. Bauer Abdul Muninov Lutfolo baut hier im Baljowan auf 15 Hektar Land Weizen an. Von einem Hektar haben wir letztes Mal nur 5 Zentner geerntet. Unsere Böden haben wenig Kraft. Dieses Jahr war sehr trocken. Die Nahrungsmittelpreise schwanken stark. Dadurch verschärft sich die Lage der Bauern weiter. Kurz nach der Ernte sinkt der Preis, weil das Angebot hoch ist. Die Bauern bekommen relativ wenig für ihre Ernte. Später, wenn die eigenen Vorräte verbraucht sind, müssen sie selber Weizen oder Mehl nachkaufen. Zu teuren Weltmarktpreisen. Denn Tadschikistan muss fast 2/3 seines Bedarfs an Nahrungsmitteln importieren. Rund 25 Euro zahlt Bauer Lutfulo jetzt umgerechnet für 51 Kilo Sack Mehl. Was bei uns hergestellt wird, ist billiger. Alles, was von außen kommt, teuer. Vor 3 Jahren kostete ein 50 Kilo Sack Mehl 50 Somoni, jetzt kostet er 150 Somoni. Das Leben wird für uns einfache Leute immer schwieriger. Wir sind gezwungen, den eigenen Weizen auf dem Markt in Baljowan zu verkaufen, um unsere Lebensbedürfnisse zu decken. Der Weizen, den wir behalten, reicht uns am Ende kaum fürs eigene Mehl. Brot ist das Grundnahrungsmittel der Tadschiken. Das Getreide wird teils noch mit klassischem Mühlstein gemahlen. Der Müller erhält für seine Arbeit einen Teil des Mehls. Diese Mühle betreiben wir seit Generationen. In 24 Stunden produzieren wir 2 Tonnen Mehl. 3 Kilo aus jedem 50-Kilo-Sack behalten wir als Lohn. Dieses Mehl verkaufen wir zum Teil auf dem Markt. Vom Erlös zahle ich dann Strom und Steuern. Den Rest brauche ich für die Familie. Seit die Ernten schlechter ausfallen, kommen die Kunden nicht mehr so oft zu uns. Gerade gibt es in der Mühle wenig Arbeit, obwohl auch die Leute aus den Nachbardörfern zu uns kommen. Die Welthungerhilfe unterstützt die Bauern in Tadschikistan dabei, den Anbau zu verbessern und die Erträge zu erhöhen. Zum Beispiel durch besseres Saatgut, das auch bei hohen Temperaturen aufgeht. Die Welthungerhilfe hat uns das System der Fruchtfolge beigebracht. Wir säen jetzt Klee, der den Boden stärkt, und pflanzen Bäume gegen die Erosion. Auch Haus- und Obstgärten gehören zum Programm. Überschüsse verkaufen die Bauern auf dem Markt oder an die Nachbarn und bessern damit die Einkommen auf. Vikamolova Erkamo. Auch früher schon hatte ich einen Obstgarten, aber die Bäume trugen kaum Früchte. Von der Welthungerhilfe bekam ich veredelte Baumsämlinge. Man zeigte mir auch, wie man die Bäume vor Schädlingen schützt und die Bäume lichtet. Im Garten wachsen jetzt Äpfel, Birnen, Pflaumen und über 100 Kilo Quitten. Daraus mache ich Kompott oder Marmelade und verkaufe das an die Nachbarn. Neben den Früchten baue ich im Hausgarten auch Tomaten, Zwiebeln und Paprika an. Vieles bringen wir am Wochenende zum Markt. Von dem Erlös kaufe ich dann Mehl. Tadschikistan ist ein Beispiel, wie hart von vielen Menschen das tägliche Brot erkämpft werden muss. Die Welthungerhilfe unterstützt sie dabei, mehr und bessere Nahrungsmittel anzubauen und mehr Einkommen zu erwirtschaften. Außerdem setzt sich die Welthungerhilfe dafür ein, die Ursachen von Hunger und Armut wie hohe und schwankende Nahrungsmittelpreise zu bekämpfen.